Ja, ist zwar jetzt nicht. Warte mal. Nee, war wirklich alles. Ja. Boah. Hat sich trotzdem gelohnt. Oh, und Redstone, das lohnt sich natürlich auf jeden Fall. Das ist natürlich nice. So. War das alles? War das alles? Ja, war alles. Gut, hier machen wir auch mal kurz zu. Hier geht's. Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal hier rüber ein bisschen. So, machen hier auch mal schnell zu, bevor wir runterfallen. Das ist auch nicht so. Nicht so optimal, ne? Und das ist wieder Feuer. Feuer! Ey, das geht echt. Ich werde immer Strip meinen jetzt. Das geht echt gut damit. Mit dem richtigen Equipment ist das wunderbar. Ich hatte letztens, da kam ich auch nach Hause abends, war schon dunkel. Ich habe so einen Nachbarn, wenn der den Müll runterbringt, ne, hat der sich immer so eine. Ja, ihr kennt doch diese Höhlenforscher, die immer so eine Taschenlampe um den Kopf rumgeschnallt haben, so eine Head, ja, so eine Kopflampe halt. Damit bringt er den Müll mal runter. Der läuft draußen in der Nacht damit rum, ey, mit dem Ding. Das ist unglaublich. Da rennt er echt mit so einem, wie so ein Höhlenforscher draußen rum. Da fehlt bloß noch irgendwie jetzt die ganzen Seile, die ganze andere Höhlenausrüstung, ey. Das ist ein Kunde, ey. Ich meine, wir sind hier in der Stadt, ja nicht auf dem Land. Hier gibt es überall Laternen und so ein Zeugs, aber. Ja, ist ihm wahrscheinlich nicht genug. Gibt's nicht, ey. Es gibt echt so lustige Leute, das. Ja, das ist manchmal nicht zu glauben. Und hier ist hier eine Höhle. Oh. Oh, oh, oh. Oh, das ist aber eine Riesenhöhle. Hm. Ich bin auch mal gespannt, wenn wir mal so ein Dungeon finden. Oder so ein richtiges, ja, so ein. Mit so einem Enderportal, so ein Dungeon, so ein ganz großes. Jetzt nicht nur so ein Spawner, sondern ein richtig großes Dungeon. Spawner wäre auch nicht verkehrt in der Nähe vom Haus, wo man schnell hinkommt, um ein bisschen so EP zu farmen. Eine kleine Falle zu bauen. Schon wieder Gold. Ich bin ein kleiner Goldjunge. Blub, blub, blub. Nice. So. Sind wir gleich wieder durch, denke ich mal. Oh. Ach, hier war das schon. Oh, gar nicht gesehen. Ha. Und Redstone. Da freue ich mich und da ist schon wieder was und da oben ist wieder was und da ist Lava. Yes. Ganz nice, ganz nice. Erstmal den Redstone natürlich hier. So, ich werde mal kurz gucken, was ich hier wegwerfen kann. Ich meine, Dreck kann man wegwerfen hier. Was sollst du drin werfen in die Lava? In die Lava. Knochen, komm, weg damit. Dit, weg damit. Dit, weg damit. Den Redstone mit noch mitnehmen hier. Und da sind wir schon Level 26. Mein Gott, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich soweit. Hier ein bisschen Eisen noch. Und an der Lava findet man noch häufig Diamanten. Das heißt, wir werden jetzt mal hier kurz einen Eimer ausschütten. So. Und mal gucken, was hier so. Okay, das ist jetzt nicht wirklich so ein kleiner Lavasee. Hier sieht es nicht nach Diamanten aus. Wir können mal ganz kurz, aber lustig sind, jetzt mal hier reingraben. So eine Probebohrung, ne? Kennen wir ja. Kennt er von mir mittlerweile. So, das Eisen nehmen wir auch noch mit. Das Eisen, ja, nicht das. Das Eisen hier. Ich bin ja Berliner. Ich kann das ja. Ich darf das. Redstone ist sehr, sehr geil. Da müssen wir echt mal ein bisschen was mit Redstone bauen. So richtig schöne, weiß nicht, richtig geile Sachen. Da kannst du so echt viel bauen. Wir können zum Beispiel eine Klingel bauen. Für unser Haus, denn. Den Sinn hat es eigentlich nicht, weil wir ja, ist sowieso alleine wohnen. Hier klingelt ja keiner bei uns, aber. Weiß ich nicht. Wer hat, der hat, ne? Wer kann, der kann. So, 1, 2, mal kurz zumachen hier, blub, blub. Und 1, 2, hier. Hier buddeln wir wieder durch. Das alte Spielchen. Und viele Bahnen hält die Hacke nicht mehr aus. Die ist echt bald richtig durch.
Richtig platt, das gute Ding. Ich weiß gerade gar nicht, wann die 1.5er-Version rauskommt. Sollte irgendwie im Februar passieren. Mitte Februar, glaube ich, irgendwie. Ich muss auch nochmal gucken. Oh, das holen wir uns natürlich, das Gold. Das müssen wir uns einfach holen. Wir haben echt viel Glück gehabt mit Gold. Das läuft echt gut. In puncto Gold. So, hier ist nichts. Einfach noch hier nochmal kurz gucken. Ja, ist auch nichts. Hallo. Ja, das ist natürlich blöd, die Fackel da, der bringt die gar nichts. Und Pläne habe ich auch schon zum kommenden Let's Play, halt, wenn Resident Evil irgendwann mal fertig sein sollte. Weil ich das regelmäßig uploade und regelmäßig spiele, soll es ja eigentlich gar nicht so lange dauern, ja. Dann habe ich entweder ein sehr, sehr, sehr langes und großes Let's Play vor. Das wäre dann zum Beispiel GTA San Andreas in dem Fall. Oder halt, das wollte ich ja schon ewig mal machen, ein Let's Play Need for Speed Underground 2. Weil dieses Spiel, das ist einfach göttlich. Ich habe früher so viel Zeit damit verbracht, das ist einfach immer noch eines der geilsten Rennspiele überhaupt. Vor allem eines der besten Need for Speeds, die sind ja mittlerweile, gefallen mir die gar nicht mehr. Die neuen Need for Speeds, die sind überhaupt nicht mehr mein Geschmack. Aber Underground 2 ist einfach, das ist Kult. Fackeln sind schon wieder leer hier. So, 64 Stück. Das kommt weg. Das kommt hier hin. Was kann noch wegwerfen hier? Komm, Diamant. Was soll man mit Diamant? Kann da weg, der Scheiß. Nee, Cobblestone, weg mit dir. Cobblestone, weg mit dir. Und Cobblestone, weg mit dir. Ja. Ja, war gut. Sehr gut. Level 27. Wir können gleich in die Oberfläche. Wir haben jetzt echt in der wirklich. Das war jetzt echt nicht lang, ne? Aber wir haben jetzt schon 13 Diamanten gefunden und hier ist auch Redstone. Mein Gott. Das läuft hier wie am Schnürchen. Da prasseln nur die EP auf uns ein. Förmlich. Und da ist Diamant. Oh Gott, was ist denn hier los? Das ist doch. Du kannst ja keinem anbieten hier. Die denken alle, ich cheate oder so. Was wir hier abziehen. 17. 17 Diamanten. Das ist einfach der Instinkt. Der Killerinstinkt, der uns zu den Diamanten führt. Gut, machen wir weiter hier. Ein bisschen müssen wir noch buddeln. Abisel, ja, ist nicht mehr viel. Abisel aber noch, aber hier. Was ist hier unten? Ach, da kommt man durch. Nice. Ich kann euch ja mal sagen, so welche Let's Play Minecraft ich noch so gucke, außer Gronkh ist natürlich eher Gronkh, was ihr da gucken. Nee, aber ich gucke zum Beispiel eins von, ich glaube, er ist Brondi oder Brody, eins von beiden. Der macht auch ganz lustig und der spielt auch mit den Shadern, auch ziemlich cool. Dann, Paluten heißt der. Der ist echt, ja, den gucke ich echt richtig gerne. Der hat mittlerweile auch schon ja, so einiges hochgeladen an Minecraft. Ich glaube, 60 Folgen, über 60 Folgen. Gar nicht mal so verkehrt. Da gibt es einige. Ich fallen die ganzen Namen gerade nicht ein, aber das sind wirklich einige. Warte mal kurz. Okay. Hier ist ein Zweiergang. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah, okay. Hier ist also lang. Oh yeah, oh yeah. Level 28. Und wir sind mit wie vielen Leveln reingegangen hier? 21 oder so? Ich glaube 21 Level, Mann. Ich sag ja, das geht sau schnell. Das geht echt sau schnell. Okay, hier brauchen wir, glaube ich, gerade gar nicht buddeln. Also zumindest nicht hier vorne, aber hier wieder. Mike's in the way. Fackel. Viele schwören auf so ein Fackelsystem in der Höhle. Halt immer Fackeln rechts ran packen, macht Phil zum Beispiel auch. Packt die mal rechts ran und das heißt, wenn er jetzt irgendwie Fackel links sieht, weiß er, wo es rausgeht. Rechts heißt rein, links, Fackel links an der Wand heißt raus. Wollte ich ihm auch mal angewöhnen, aber boah, das weiß ich nicht.
Ich denke einfach mal nicht dran, ne? Ich packe einfach eine Fackel mal auf den Boden hin oder wo ich halt gerade Bock hab. Ich mach's dann lieber mit Schildern, die ich jetzt auch gerade nicht parat habe, und aber ist ja auch egal. Das machen wir irgendwann noch. Dass wir einfach mal überall Schilder aufstellen mit Exit und alles ein bisschen, ja, schöner gestalten, die Höhle ein bisschen ausbauen. Vielleicht auch so ein kleiner, ja, so ein kleines Dörfchen, so ein kleines, ja, ein paar kleine Häuser oder kleine Gemeinschaft unter der Erde. Ja, müssen ja nicht immer Tageslicht um haben. Man kann auch unter der Erde eine Menge schöne Sachen bauen. Kohle, Kohle, Kohle. So. Da können wir unsere Kisten wieder schön füllen hier. Den ganzen Zeugs. Oh, da ist auch Eisen da unten. Gott, das ist mit Diamanten echt geil. Wenn wir jetzt echt eine Glückshacke kriegen, dann flippe ich ja aus. Dann kann man nämlich echt ganz viele Diamanten abbauen und dann können wir die Kiste, dann können wir schon fast... Ah, das stimmt ja, Diamant, das ist doch nicht zu fassen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe hier nichts umgestellt. Ja, das ist einfach normal. Das ist normal. Das ist ganz normal. Ja, ich cheat jetzt hier gerade nicht. Das ist einfach... Das ist einfach Glück. Oder Bestimmung. Vielleicht ist es einfach Bestimmung. Wir sind bestimmt dafür. Wir sind Diamantenhunter. Wir haben jetzt 23 Diamanten gefunden innerhalb von... 20 Minuten. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, 20 Minuten kommt schon fast hin eigentlich. Ist natürlich wunderbar. Das ist doch einfach ein Traum. Besser kann es nicht laufen. Da hätte ich echt fast geschrien, wenn wir da reingefallen wären, weil das wäre nicht gut gewesen. Wir sind umzingelt. Umzingelt von Lava. Mal kurz mal gucken hier. Okay. Scheint aber nicht so groß zu sein. Das ist wieder Redstone, das ist gut. Level 29 gleich, komm. Ich kann mir nichts einsammeln. Ich muss ein bisschen was wegwerfen hier. Komm. Stein brauchen wir nicht. So. Hier noch kurz reinbuddeln. Einfach mal so weg. Denke, das ist Diamant. Oh, das ist ein Lavasee. Oh, und da hinten waren wir, glaube ich, schon mal. Oder? Nee. Ist überall. Hier müssen wir aufpassen. Wenn jetzt irgendeine Spinne kommt, irgendein Zombie, der kickt uns da hinten. Und wir fallen in Lava rein, dann ist alles vorbei. Das muss uns schon bewusst sein, ne? Muss immer aufpassen bei so Sachen. Oh, die geht erstmal nicht weiter. Lass ich erstmal sein. Gehen wir kurz ein bisschen zurück. In diesen Gang, genau. Und buddeln jetzt einfach mal... Ja, machen wir hier mal weiter, ne? Haben ja schon angefangen, jetzt hier in die Richtung zu buddeln. Da dürfen wir auch bei den Lavaseen trotzdem rauskommen. Die sind ja auch in der Nähe. Hier ist schon wieder... Das ist wieder Diamant, das ist doch nicht... Aber scheint bloß einer zu sein hier. Das ist... Also... Ne, noch einer. Zwei. Na gut, aber trotzdem. Ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so schnell so viel Diamant gefunden. Das ist... Oh, da geht's runter. Ihr müsst echt aufpassen hier. Weil das baut er so schnell ab. Dass du einfach weiter gehst und der hat schon weggerissen und dann ist Lava und du fällst drin und bist am Heulen. Bist einfach am Heulen. So, ausleuchten, ausleuchten, ausleuchten. So. Und hier schön. Kannst du Gold mitnehmen. Eine Uhr können wir uns noch machen. Ups, warte mal. Die oberste Ebene haben wir vergessen. Hier könnte auch noch was sein. Schon wieder. Das ist wieder ein Lavasee. Wird derselbe sein, den wir auch da hinten gefunden haben. Das scheint doch ein bisschen größer zu sein, als wir eigentlich dachten. Und hier irgendwo verbrennt gerade ein Skelett. Weil die einfach mal in Lava reinspringen. Die sind nicht ganz so schlau. Ja, der EQ von den Typen ist noch nicht so ausgereift. IQ. Na, eigentlich redet man doch denn vor KI, nicht IQ. Aber KI, künstliche Intelligenz, ist ja dasselbe eigentlich. Mein Gott, ist das scheißegal. Und Redstone. Gucken, kommen wir lang, kommen wir all wunderbar. Und Level 29, Level 29, Level 29, Level 29. Jupp, Weltwurstig. Diamant! Das Diamant!
Ich weiß auch nicht, was ich mache. Es ist doch einfach Zufall. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ein Mensch. Nee, aber echt, das ist... Aber echt, ey, das ist... Und die ist auch eine schöne große Höhle. Gucken wir auch mal gleich mal, vielleicht finden wir auch noch ein bisschen Diamant, ne? Ups. War die falsche Hacke. Genau die. So. Das ist doch geil, oder? Ist es nicht geil? Das ist geil. Ups. So, ein bisschen erkunden hier. Haben wir noch ein bisschen Kohle. Bringt uns ein paar EP. Ich werde jetzt gleich irgendwas erwarten. Irgendein Monster oder... Ja, da kommt es schon. Solange es so ein kleiner Zombie ist, ne? Bringt uns immerhin EP. Mal kurz runtergehen. Oh. Ja, hier ist auch die Chance ziemlich groß, Diamant zu finden. Und Redstone zum Beispiel hier. Eine Spinne zum Beispiel da. Ich werde mal kurz hier den Wasserhahn abstellen. Die Spinne kommt hier hoch, oder? Kommt die? Komm her! Fight, Bitch! So, Wasserhahn abstellen. Und dann gehen wir mal erstmal hier gucken. Was uns hier so erwartet. Eine schöne Sackgasse. Wir sind Ebene 11. Gucken wir mal kurz hier rein. Ich hab grad echt... Oh, das ist Redstone. Mein Gott. Kommt bestimmt gleich wieder Diamant. Ups. Ich riechte doch. Aber Redstone ist geil. Geil. Gehen wir mal kurz... Oh Gott, ich muss bitte... Fehler gemacht. Wir haben einen Pfeiler gebaut. Nee, ich wollte eigentlich gerade, dass ich hiermit abbauen. Das ist natürlich blöd gewesen. Aber mein Gott. Da ist wieder Redstone, siehste. Das läuft hier echt gut. Ich hatte noch nie so eine gute Höhlentour, die so erfolgreich war. Da ist wieder irgendwas. Ich glaube, das ist Eisen, ja. Eisen ist auch ganz okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Da hätten das nächste, ja, erstaunt mich. Aber einen Gang haben wir noch hier hinten. Ah, noch mehr. Warte mal kurz, erstmal hier den Redstone wegballern. Hier Kohle. Oh. Wie werden die überhäuft? Und da geht's auch schon wieder weiter. Mit ein bisschen Redstone. Ja, ich würde sagen, Level 29 haben wir jetzt erreicht. Mit dem nächsten. Mit dem hier, blub. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich muss alt mitnehmen. Ich buddel das einfach noch alles ab hier und dann gehen wir zurück. Oh, oh. Ungünstig. Das Lapis Lazuli. Warte mal kurz, dann will ich mal kurz gucken. Ich baue nochmal schnell das hier ab. Wir sind ja fast drauf gegangen. Müssen wir echt aufpassen hier. Wir müssen immer so einen Fluchtweg parat haben. Falls wieder irgendwo unerwartet Cleanstone Lava rauspoppt aus irgendeinem Loch. So, hier haben wir ein bisschen Lapis Lazuli. Machen wir mal kurz das hier weg. Die Hacke hier unten hin. So. Nehmen wir mal die Blöcke mit hier. Lapis Lazuli, wie sie mal alle sagen. So, hier noch. Aber wir müssen sowieso nach oben. Shit. Gott. Dummes Wasser. Und hier Lapis Lazuli. Und da kommt's. Egal. Lass mal ein bisschen wegspülen, ist mir jetzt egal. Ist mir echt völlig egal. So. Er hat auch noch ein bisschen Kohle. Mein Gott, reicht. Reicht. Wir haben jetzt genug. Wir sind Level 30. Okay. Den nehmen wir noch mit. Liegt hier einfach so schön rum vor unseren Füßen. Ups. Nein. Mal hier geht's weiter. Oh mein Gott. Ich hab gleich wieder Diamant.
Ich rieche das auch schon wieder.